Hallo, mein Name ist Swiss Bianco. Dieses Mal wieder ein Video in Deutsch. Es gibt etwas zu feiern, den 7. Jahrestag meiner amerikanischen Staatsbürgerschaft. Ich bin nun 15 Jahre in den USA. Es hat sich vollkommen gelohnt. Mein Leben ist so gut, wie es noch nie vorher war, speziell nicht in den 37 Jahren, die ich in Europa verbringen musste. Die Zustände in den USA sind relativ gut. Es hat immer Probleme, das ist klar. Die derzeitige Regierung ist leider nichts wert. Und man sieht das tagtäglich an den steigenden Preisen von den Lebenshaltungskosten etc. Wir sprechen nicht mehr so viel Deutsch wie früher, man merkt das auch. Aber trotzdem beobachte ich die Situation in Europa im deutschsprachigen Bereich relativ genau. Leider gibt es auch dort nichts Gutes zu berichten. Die Zustände, nachdem nun Corona ein bisschen weg ist oder unten ist, haben sich noch immer nicht verbessert. Die Russen haben Krieg angefangen. Ist auch negativ, sehr viele Opfer nur wegen diesem Mist wieder. Trotzdem, was bleibt, ist eine kleine Hoffnung, dass es trotz allem eines Tages im deutschsprachigen Bereich in Europa wieder besser wird. All die Probleme, die ihr über die Jahrzehnte angesammelt habt, müsst ihr endlich lösen, dass die Leute dort in Frieden und Freiheit leben können, so wie wir hier in den USA. Die Frage ist, ob das überhaupt absehbar noch möglich ist. Ich sage eher nein. Ich habe die Hoffnung darauf schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich habe damals ab so 1984 die ganze Situation näher studiert. Und das wurde über all die Jahrzehnte nur noch schlimmer. Und für die jüngeren Leute, die das Video hören, die werden das wahrscheinlich gar nicht erkennen oder begreifen können, wie die Situation früher mal war und wie sie stetig schlimmer wurde und wie sie heutzutage so ist. Das ist alles nicht normal, das muss man ganz und klar hart sagen. Die ganzen Zustände in x Richtungen sind ganz einfach nicht normal, was heutzutage abgeht. Das muss man einfach ganz klar sagen und eine klare Kante ziehen. Ich lehne den ganzen Nonsens ab. Das war mit ein Grund, weshalb ich in die USA emigriert bin. Hier kann ich so leben, wie ich will und fertig, in Frieden und Freiheit. Das ist von der Verfassung her hier in den USA garantiert, während man in Europa ganz einfach nur der Bezahlmichel ist. Man wird Tag für Tag unten gehalten, ausgebeutet. Man muss arbeiten gehen und x Steuern bezahlen, Versicherungen etc. All dies, wenn man dies nicht möchte in den USA, muss man nicht machen. Oder zu einem ganz kleinen Teil. Ich habe dies über die 15 Jahre selber miterlebt und ich war ja schon vorher für 12 Jahre regelmäßig in den USA. Ich muss immer lachen über die dummen Leute in Europa, die das mit sich machen lassen. Es gibt auch viele, dank Internet, die das öffentlich für gut befinden und nicht kritisieren. Ganz im Gegenteil, da wird dann oft die USA kritisiert von Leuten, die wahrscheinlich in ihrem Leben nie hier waren, nie in den USA gelebt haben und im Prinzip keinerlei Ahnung haben, was Sache ist. Aber eben, es gibt sehr viele dumme Leute auf der Welt. Das ist nun einmal so, es ist eine Tatsache, sonst wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Und das ist leider ein Problem, speziell für die guten Leute, die ganz einfach ihr Leben selbstbestimmt in Frieden und Freiheit leben möchten, wie ich. Und das in Europa bis zum heutigen Tag nicht können. Es ist eine gottlose Schande und es ist egal, wenn die Mehrheit der Leute das
eben nicht möchte, keine Freiheit, kein Frieden, dass dann die Leute, die paar Leute, die das eben möchten, untergebuttert werden und über Jahrzehnte, zum Teil ihr ganzes Leben lang, einfach nur unten gehalten und kaputt gemacht werden. Sehr schade. Damals, schon kurz nach 84, war für mich klar, dass ich das mein Leben lang nie mitmachen werde. Und Gott sei Dank habe ich 2007 die Green Card endlich erhalten. Ich habe 12 Jahre darauf hingearbeitet. Und dann war es endlich soweit und innerhalb von einer Woche war ich weg. Ich komme auch nie wieder. Das ist für mich ganz klar, weil mit dem Erhalt der US-Staatsbürgerschaft muss ich die USA nie wieder verlassen. Die beschissenen Zustände in Europa, speziell in der Schweiz, habe ich genug erlebt. Da muss ich nicht das Ganze nochmal eins zu eins hautnah sehen oder gar in Ferien gehen. Ferien macht man dort, wo es schön ist und garantiert nicht in der Schweiz. Es ist leider so, aber auch dieses Jahr, am 1. August, werde ich wieder eine Ansprache machen auf YouTube. Wird sich wahrscheinlich nichts zum Besseren ändern, dass endlich einmal Frieden und Freiheit einkehrt und dass die Leute ein so gutes Leben haben wie wir hier in den USA. Zum Abschluss noch eine Minute Natur, während das Feuer runterbrennt. Man hört hier im Prinzip den Sound, die Geräusche vom Wald. Wir hören weiter weg ein größerer Vogel. Ein Uhu war vor dem Video hier. Ich lebe in einem Bergwald im Norden von Georgia, auf meinem Land. Und es ist hier wirklich wie im Paradies. Genauso habe ich mir es immer vorgestellt in der langen, jahrzehntelangen Leidenszeit in der beschissenen Schweiz. Grüße aus den USA.